Wir bauen heute weiter an unserem echten Kinosaal. Wir haben bisher diesen riesigen Raum gebaut und jetzt kommen noch die ganzen Kinosessel rein. Teppiche, Riesenleinwand, Dolby Surround System. Und am Ende vom Video haben wir eine fette Premiere mit ein paar Special Guests, die in 3 Tagen ist. Das heißt, in 3 Tagen müssen wir das von Grundgerüst zu fertigem Kino hinbekommen. Deswegen, wir ballern jetzt hier erstmal den Teppich rein. Jetzt wird Teppich gelegt. Ich freue mich richtig drauf. Oh. Alter, Marius, das wird so krass. Oh. Alter, jetzt ist Kino. Dann setze ich jetzt hier mal den ersten Tagger. Jetzt geht die Reise hier weiter. Oh, wenn da jetzt noch die Stühle drauf kommen, ist krank. Drücken wir mal die rein. Und dann schneide ich einfach hier. So, dann können wir das einmal festtackern. So, Alter, stark. Ich könnte ein Teppichverleger werden. Boah, nee. Ich verleg nur Teppich für mein Kino. Der ging in die Lücke. Oh. War simpel, aber trotzdem anstrengend. Los geht's, Stühle! Alter, das wird der coolste Moment jetzt. So, erstmal 6 Stück von allem. Der allergeilste Fact ist halt, dass die aus dem echten Kino sind. Rückenplatten. Und jetzt wird's spannend. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie man Kinosessel zusammenbaut? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Ja, also wir haben auf jeden Fall diese Dinger. Da kommen auf jeden Fall Schrauben durch. Das macht Sinn. Vielleicht sind das auch Trickteile, die man nicht braucht. Aha. Aha. Wenn man es einmal raus hat, geht's. Ich find's so geil, dass wir auch so echte Getränkehalter haben. Fang jetzt einfach mal oben an, würde ich sagen, oder? Das sind spanische Sitze. Inspensión de Calidad. Ja, haben wir wieder was gelernt. Was heißt das? Schreibt's in die Kommentare. Ich kann kein Spanisch. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt müssen wir irgendwie 2 Sitze auf einmal verschrauben. Wir gehen so oben, dann sind wir jetzt hier unten und da wieder oben, so. Ja. Und jetzt andersrum. Alter Schwede, ey. Ja, eine Schraube, 2 Stühle. Das ist ja mal krass. So, hier ist die Sitzfläche. Sitztest. Oh. Kino. Das Einzige, wo ich gerade ein bisschen Paranoia bekomme, wirklich. Das ist echt sehr eng. Das ist sehr eng. Ja. Wir haben uns da verrechnet. Das Problem ist, dass die letzte Reihe halt durch die Wand. Eigentlich gucken die Stühle ja ein bisschen über die Reihe. Ja. Wenn die jetzt, sag ich mal, so stehen. So war ja gedacht. Aber dann ist die letzte Reihe voll am Arsch. Ich will Film gucken. Aber was wollen wir ändern? Wir können nichts ändern. Dann ist das wohl so. Nachdem wir jetzt rausgefunden haben, wie man die Stühle zusammenbaut, bauen wir jetzt die erste Sitzreihe zusammen. Ja. So, Update. Die erste Sitzreihe steht komplett. Wir mussten die gerade noch mal auseinanderbauen, weil die Kappen hinten sonst nicht mehr aufgingen. Aber Kino-Feeling ist da. Auch von hinten sehen die jetzt aus wie echte Kinosessel. Und wenn Passi die Kinosessel aufbaut, dachten wir uns, wir machen schon mal die roten Teppiche an den Treppen hinten im Vorraum, weil die Premiere ist in 2 Tagen und wir haben uns das aufgefallen, wir müssen uns aufteilen. Der gute rote Teppich. Jetzt sehen wir den an. Ja. Halt du mal oben fest. Ein Traum. Weißt du, was das gute Billigteppich ist? Der lässt sich gut knicken. Und der lässt sich gut schneiden. Teppich Nummer 2. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das bis Donnerstag alles fertig kriegen. Treppe Nummer 2. Jetzt die Gänge. So, Update. Wir haben hier schon mal den Gang fast fertig. Ich finde, der rote Teppich kommt auf jeden Fall übelst gefährlich. Es stehen alle Sitze auch schon grob. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Sitzflächen. Das größte Ding, was wir heute noch machen müssen, unbedingt, ist das ganze Ding hier schwarz streichen. Und dafür habe ich was ganz Neues aus New York. Straight von der Fashion Week. Let the mime begin. Oh, guck dir diese schwarze Farbe an. So. So, erste Wand fertig. Und das machen wir jetzt nur noch mit all den anderen Wänden. So, wir haben jetzt 11:45 und wir haben das ganze Kino gestrichen. Und Digga, es sieht so krass aus hier drin. Vor allem so anders. Kommt mal mit in den richtigen Kinosaal. Jetzt sieht's wirklich nach privatem fucking Kino aus, Alter. So, the next day. Heute haben wir erstmal den ganzen Tag alle Teppiche komplett fertig gemacht. Die ganzen Kanten richtig schön gezogen und überall noch so geile Fußleisten reingezogen, um es so richtig clean zu machen. Das hat so lange gedauert, dass wir jetzt schon wieder Abend haben. Und noch einige Sachen anstehen, denn morgen ist die Premiere. Wir müssen heute noch das Soundsystem installieren und testen, die Leinwand bauen und anbringen, alle Stühle so hinstellen, dass man drauf sitzen kann und im Idealfall noch die Decke reinziehen. Step 1, Soundsystem. Wir haben im Angebot selbstgebaute Boxenhalter. 2 für vorne, 2 für hinten, 1 für die Mitte. Ich präsentiere unser 5.1 Kino Dolby Surround System. Weil, wenn schon, denn schon.
Ich sag's dir wirklich ganz ehrlich und nicht gerne, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich drauf wetten, dass es jetzt abbricht. Willst du denn Geld drauf wetten? Ein Fünfer. Ja, da bin ich doch dabei. Easy, ich weiß ja nicht. Es ist halt nicht direkt abgebrochen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Danke. Wir müssen da noch ein Loch in die Wand bauen fürs Kabel. Nice. Also wenn du so daneben schießt, checkt man erstmal, wie groß die sind. Und Abfahrt. Boah. Boah, geil, Alter. Alter, ist das krass. Aber wahrscheinlich muss ich auf On drücken. Ja, mach mal. Mach mal einen Song an. Ich höre noch nichts aus dem Raum. Oh, das klingt ziemlich noisy. Die hinteren gehen gar nicht und die vorderen klingen wie Arsch. Boah. Das klingt einfach alles total verzerrt. Muss er da was umstellen? Programm. Nee, Input. Ist schon besser, ne? Viel besser. Lass mal gucken, ob alle Warte, gehen. Lass mal jetzt reingehen. Ich mach nochmal den von eben an. Ja! Ja, 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 sie kommen! Das ist mal Kinosound, Alter. Da will ich Kinosound. Ja! Krass, Alter, krass. Jetzt kommt der Part, wo ich am meisten Schiss vor habe. Die Leinwand. Das ist eine 5-Meter-Leinwand. An der Stelle ging ein ganz fettes Dank raus an Georg und Otto Friedrich, die uns hier die Leinwand gegönnt haben. Ich würde sagen, unkonventionell Rahmen hinlegen, rüberrollen. Ja. Alter. Das wird richtig geil. Wir haben jetzt 1 Uhr. Das hat 3 Stunden gedauert. Das ist der Magic Moment. Alter. Weil jetzt wird's zum Kino. Junge, ist das ein Kino oder ist das ein scheiß Kino? Dann morgen Lichter anbringen, Vorhänge anbringen, Decke machen, alles dekorieren, Popcornmaschine aufstellen, Premiere Spaß. Und dann schlafen. Dann schlafen. Es ist der Tag der Premiere, gleich 11 Uhr. Das heißt, in 3 Stunden kommen die Gäste. Erstens, wir machen jetzt links und rechts hier noch die Lampen dran, damit wir auch Licht in dem Laden haben hier. Okay. Das war so klar. Und jetzt gehen alle Lampen. Jetzt sieht das Kino richtig asozial aus. Rot. Raves können wir auch hier drin starten. Ist überhaupt kein Ding. Und das Allergeilste ist, ich kann mit einer Fernbedienung alles aus- und anmachen. Und man sieht immer noch kein fucking Kabel in dem Kino. Jetzt die Decke. Jetzt wird's spannend. Die Decke ist fertig und wenn man jetzt hier reinguckt, sieht das einfach komplett aus wie ein Kino. Krass, Alter. Wir haben noch einen roten Vorhang, der muss noch dran. Vielleicht verspätet sich die Premiere so um 1-2 Minuten. Wir sind noch gar nicht fertig, aber die ersten Premiere-Gäste sind schon da. Hi. Ja, ich habe übelst Bock. Ja, wir sind noch gar nicht fertig. Wie lange müssen wir noch warten? Bis wir fertig sind. Okay. Alter, das ist mal ein Kino. Das Einzige, was hier jetzt noch fehlt, die Popcornmaschine, die bauen wir jetzt auf. Die Leute warten schon draußen. Komm, let's go. Ich habe hier den Mais. So, dann kommt da Öl rein. Kannst du den Zucker schon mal reinmachen? Oh, heiß. So. Alter, riecht das gut. Alter, geil. Das erste Popcorn. Ich gönne mir jetzt mal welches zum Probieren. Bye. Alter, wir haben gebaut. Und jetzt ist es soweit. Die Premiere, wir haben es noch gerade so geschafft. Draußen sind die Leute. Ich bin übelst aufgeregt. Das Kino ist so viel krasser geworden, als hätte ich es mir jetzt vorstellen können. Let's go, Premiere. Hast du ein Ticket denn? Ja, meine Arschtasche. Hier. Perfekt, let's go. Oh mein Gott. Digga, okay, auf Ernst, mit Eingangsbereich. Ja, hier, Tüte Popcorn. Moin, danke. Junge. Das Allerbeste. Das Kino wäre nämlich nur Schiss von Kellogg's Tresor. Weil sonst wäre sowas hier gar nicht möglich. Deswegen, Kino gibt es hier exklusiv auch Kellogg's Tresor. Okay. Willst du was? Ja, auf jeden Fall. Ja, safe. Das Tresor im Kino ist schon Baba, oder? Alter, das ist ein Traum. Haben wir Hafermilch? Boah! Wann gibt's das nicht in jedem Kino eigentlich? So, und jetzt kommt das Highlight. Boah, was? Warte mal, da frisst schon jemand. Was ist das denn? Jo. Also, du hast dich unter komplett selbst übertroffen. Es sieht wirklich aus wie ein Kino. Ach, geil. Oha, what the fuck, Alter. Willkommen in unserem eigenen Kino, was wir die letzten Wochen gebaut haben. Danke. So, wir haben natürlich auch eine Leinwand. Für den Motor hat es nicht mehr gereicht. Das ist 5 Meter Leinwand, das ist tatsächlich auch richtiger Kinoleinwandstoff. Und wie im echten Kino, ist erstmal die erste Reihe viel zu nah. Und zweitens haben wir wie im echten Kino auch ein extra Werbespot gebaut, der vorher läuft. Boah. Ich habe voll lang dran gesessen. Guckt euch das an. Boah, Alter, das war cool. Können wir das nochmal machen? Nice. Hey du, auf Platz 16. Bock auf eine Schüssel Tresor? Oh nein. Gibt's jetzt auch bei mir im Kino? Möchte jemand Tresor haben?
Hallo, da ich würde tatsächlich eine nehmen. Ich würde tatsächlich eine nehmen. Du in der Kühe. Möchtest du mal einen Tresor haben? Ich würde tatsächlich eine nehmen, ja. Danke, Mann. Willst du noch einen? Ich würde noch eine nehmen. Danke, Digga, jetzt können wir anfangen. Perfekt, Mann. Ein riesen Dank auch nochmal an Kellogg's Tresor für den Support von dem Kino. Und euch wäre es nicht möglich gewesen. Und wir gucken jetzt einen Film. Alter, es war übelst geil. Wir haben so lange dran geschraubt hier und also ich bin sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Alter, der Moment, man vergisst komplett, dass man in der Halle ist. Das war ein voller Erfolg, ey. Wenn ihr überlegt, wie knapp das war, dass wir das fast nicht geschafft haben mit der Premiere. Unfassbar geil. Riesenkuss nochmal an Kellogg's Tresor für die Unterstützung und schreibt mir in die Kommentare, was wir noch vielleicht mit dem Kino machen können. Kuss.